Stefan gestern frisch angelaufen im Kino und ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere Kinobesucher so ein bisschen erschaudert, wenn er den Titel liest auf dem Filmplakat, weil er sich an den schlimmen Unfall erinnert fühlt bei Wetten, dass am 4. Dezember, als Samuel Koch versuchte, mit den Stelzen über ein fahrendes Auto zu springen. Hast du den Unfall damals gesehen? Nee. Ich war damals essen mit Freunden und ich habe es auch gar nicht mitbekommen. Zwei Tage später erst hat mich der Regisseur von dem Film, Nick Beccamontis, angerufen und meinte, was machen wir jetzt mit Wetten, dass? Und ich wusste absolut nicht, worum es ging. Und hat dann zurückgerufen und dachte, wie Wetten, dass? Worum geht's? Und dann hat er mir es eben erzählt. Und ich habe es auch nie gesehen danach. Also ich weiß natürlich aus der Zeitung, was passiert ist. Habt ihr überlegt, den Filmtitel zu ändern? Aufgrund der viele in unserer Umgebung, klar, ja. Und irgendwann sind wir aber auf den Punkt gekommen, dass wir fanden, dass eben Julian in dem Film, den ich spiele, genauso wie Samuel Koch, hat beide an Dinge glauben, die eigentlich fast unmöglich erscheinen. Und es ist schrecklich, was da Samuel Koch passiert ist. Bei unserem Film geht es allerdings halt um einen jungen Mann, der ein ganzes Lebenskonstrukt, eine ganze Philosophie eben aus diesem Gedanken, dass er alles erreichen kann oder andere Dinge erreichen kann, als logisch wären, dass er es schaffen kann. Und darum war dieser Titel einfach der treffendste, den es gab. Und also es gibt im Grunde nur zwei kleine Autoszenen am Anfang, die wir gerade gesehen haben, und am Ende eben eine, wo aber es ist halt im Prinzip eine poetische Metapher für etwas, was dieser Mensch glaubt, also Julian. Also weil ja die Zuschauer ihn wahrscheinlich noch nicht gesehen haben, es sei denn, sie waren gestern im Kino. Es geht um Julian, der versucht, es ist so eine Art Roadmovie, zu Fuß allerdings. Zu Fuß durch ganz Deutschland. Julian bricht aus einer psychiatrischen Anstalt aus und versucht, über mehrere hundert Kilometer zu dem Vater seines verstorbenen Freundes zu kommen, weil er glaubt, dass er durch den Fußweg Energie freisetzen kann, die dann diesen Mann heilt. Genau. Ein völlig anderes Weltbild, was viel mit Energien zu tun hat. Kannst du es uns ein bisschen beschreiben? Naja, Julian ist halt der Meinung, dass der Geist die höchste Stufe der Entwicklung ist und darum der Geist zu Dingen fähig ist, die wir uns vielleicht noch nicht erklären können, was wahrscheinlich jetzt auch jeder Quantenphysiker bestätigen würde. Und ich glaube da irgendwie auch dran, muss ich durchaus sagen. Und es ist ja auch inspiriert von einer wahren Geschichte. Werner Herzog ist in den 70er Jahren von München nach Paris gelaufen, weil seine Freundin Lotte Eisner, eine Filmwissenschaftlerin und Filmkritikerin, sehr schwer erkrankt war. Und er dachte, mit der Energie, die er aufwendet, auf diesem Weg kann er sie heilen. Und hat es wirklich geschafft, oder zumindest hat sie danach 10 Jahre länger gelebt, als die Ärzte es ihr prophezeit haben. Und ja, das kann man als Esoterik-Quatsch abtun. Und ich bin auch wirklich kein Freund der Esoterik so wirklich. Aber es geht darum, dass Energie einfach nicht vergänglich ist. Das wissen wir alle von der Glühbirne, da kommt ein bisschen Licht raus und der Rest ist Hitze, aber es ist trotzdem nicht weg. Die Hitze bleibt ja da und die Hitze wandelt sich dann wieder in was anderes um. Und genauso denkt Julian halt eben auch, nur dass er halt glaubt, dass er auch in der Lage ist, die Energie, die er aufwendet, nochmal zu verschicken. Und das ist halt eben das Abgedrehte an ihm, was ihn dann letzten Endes auch in diese Heilanstalt gebracht hat, aus der er ausgebrochen ist. Ja, es ist ja im Grunde gar nicht so unüblich heutzutage, das zu glauben, denn es gibt ja sogar Bücher, da heißt es, man kann sich seinen Parkplatz im Universum bestellen. Ja, das ist Quatsch. Also man fokussiert seine Energie auf einen freien Parkplatz. Ja, dann kommt halt ein freier Parkplatz und dann denkt man sich nach einer halben Stunde, siehst du, ich hab's mir doch vorher bestellt. Also ich meine, fährst halt ewig im Kreis und irgendwann kommt natürlich ein Parkplatz, das ist einfach eine Wahrscheinlichkeitsrechnung. Ja, ist also auch wenn man einen Tag lang fährt, irgendwann fährt halt irgendeiner raus und dann habe ich einen Parkplatz. Nee, ich glaube nicht, dass man sich irgendwas beim Universum bestellen kann, aber das Energieding ist ja, ich meine, das kennen wir ja auch, wenn wir uns jetzt nicht mögen würden, würden wir es auch spüren, wenn wir uns, also ich mag dich zum Beispiel, das spüre ich. Ich mag dich auch. Siehst du, das spüren wir. Das ist doch Energie, die sich überträgt. So, und warum sollte es nicht möglich sein, diese Energie auch zu kanalisieren und vielleicht damit alles Mögliche zu tun, was man möchte, Leute irgendwie von weiter Ferne aus irgendwie zumindest ihnen das Gefühl zu geben, dass jemand da ist. Ich meine, es ist ja alles im Prinzip auch eine poetische Metapher, wie auch der Titel. Er tut halt etwas für jemand anderen ganz weit weg. Und das spürt er vielleicht auf irgendeine Art und Weise. Ob das jetzt wissenschaftlich nachweisbar ist, in unserer Lebenszeit, weiß ich nicht. Aber ich glaube, dass es stimmt. Ich würde da gerne mal den Sportler fragen, Ansgar Brinkmann, weil ich weiß, dass einige Sportler diese Theorie haben, ich weiß es von einem bekannten Torwart, der sagt, er visualisiert den Elfmeter vorher. Er visualisiert, dass er ihn hält. Und er glaubt fest daran, dass er ihn deshalb auch halten kann. Sind das Techniken, mit denen man im Sport umgeht, mit dieser Energie? Ich schließe das grundsätzlich nicht aus. Also viele Fußballer und Sportler sind abergläubisch und ziehen sich zuerst den linken Schuh an, dann den rechten oder kreuzigen sich. Aber ob das verhindert, dass der Ball ins Tor geht, bezweifle ich hin und wieder. Also sind Sie nie mit konfrontiert worden mit solchen Coaching-Ideen? Dinge dieser Art geben einem ja auch eine innerliche Kraft.
Gerade Musik ist ja auch das, da merkt man es ja auch, dass da einfach, wenn man zusammen spielt, also wie Sie beide, da passiert ja was untereinander, da entstehen ja Energien, die nicht physikalisch bis jetzt zumindest nicht erklärbar sind. Ne? Herr McAllister, visualisieren Politiker auch? Wen? Weiß ich nicht, irgendetwas, um sich sozusagen was herbeizuwünschen. Es wird sicherlich den einen oder anderen geben, der das tut, aber... Aber können Sie nicht Ihre Energie hier einsetzen, in Berlin zum Beispiel oder so? Weil Sie das Gefühl haben, Sie könnten einem Fraktionskollegen von Ihnen bei einer wichtigen Debatte oder so zur Seite stehen? Sie bringen mich auf eine Idee. Ja, denken Sie doch mal an Ihre Partei. Das ist so, was ich aus der Kindheit noch kenne. Wenn man eine schwierige Prüfung hatte, Schule und so, und die Mutter sagt, ich bin bei dir, ich denke an dich, das gibt einem schon so ein bisschen Kraft. Da hat man auch mal einen Gedanken und sagt, okay, wenn es hilft, kann man auch dran glauben so ein bisschen. Ja, ja, und darum geht es in dem Film. Also, nicht ganz so banal natürlich, weil es ist einfach bei dem Julian ja auch nicht nur das Energiesenden, sondern es geht generell darum, dass er sich einfach Dinge des Lebens, die Fragen, die sich alle stellen, wo gehen wir hin, wo kommen wir her, warum lieben wir, warum hassen wir, einfach vollkommen anders beantwortet, weil er einfach auf so eine naive, stoische Art eine ganz andere Erklärung für die Welt für sich findet. Und das, finde ich, macht den Menschen auf jeden Fall spannender als 90% der Menschen, denen man sonst so im Kino begegnet. Wir spüren eine Menge Energie, die von unseren Zuschauerinnen und Zuschauern gerade kommt. Es gibt viele Anfragen besorgter Tierfreunde, die gefragt haben, ob man den Hund dieser Lautstärke der Musik von Klaus Doldinger aussetzen darf. Klare Antwort, es gab viele Zeugen hier, der Hund ist während der musikalischen Darbietung rausgetragen worden. Ist wieder hier. Hunde hören doch nicht lauter, Hunde hören doch einfach nur mehr. Wir wollten hyperkorrekt sein. Drei Tierärzte überwachen diese Sendung. Wenn ein anderer Hund anbellt, wird er auch nicht taub davon. Und also es geht ich habe Wunderhaarallergie. Hat wegen mir auch wieder angerufen. Überhaupt nicht. Ich komme nur an, weil ich sagen, Kasper Krümmer soll sich nicht so anstellen. Aber Robert, ich glaube, ich tue Ihnen jetzt nicht Unrecht, wenn ich sage, Sie würden sich wahrscheinlich selber eher dem linksradikalen Spektrum zuzählen. Wahrscheinlich, ja. Ja. Wie ist das für Sie, wenn Sie jetzt hören, dass Christdemokraten den Atomausstieg vorantreiben? Wahrscheinlich wie für viele andere, die das auch hören. Etwas, also lächerlich wäre vielleicht übertrieben, aber durchaus schmunzeln muss man schon. Also ich zumindest. Aber warum? Sie könnten ja auch sagen, Sie freuen sich, weil einmal haben Sie gewonnen. Naja, was ist denn gewonnen worden? Also 2022 ist der Atomausstieg. Das haben andere vorher auch schon ziemlich bescheuert beschlossen gehabt, die ja sogar wirklich dagegen waren, die ähnlich gedacht haben. Und, also mein Rot-Grün, als sie in der Regierung waren. Ja, ja, und jetzt passiert es halt anscheinend, aber wer weiß, wer als nächster in der Regierung ist, vielleicht Sigmar Gabriel, dann Bundeskanzler und denkt dann doch wieder, nachdem Fukushima lange vorbei ist, können wir vielleicht nochmal 10 Jahre verlängern, weil RWE mir im Nacken sitzt. Also ich glaube noch nicht daran, dass es passiert so richtig. Es ist halt ähnlich wie Gurken und Tomaten, halt gerade sehr präsent. Aber gesetzt im Fall, die machen ernst und die ziehen das wirklich durch. Würde das Ihr Weltbild erschüttern? Nö, nö. Also ich komme ja aus Österreich, die ÖVP ist auch gegen Atomkraftwerke schon immer gewesen. Wir haben auch keine Atomkraftwerke in Österreich und importieren den Strom aus Tschechien aus Atomkraftwerken. Also ich meine, wirklich ändern auf nationaler Ebene lässt sich da glaube ich eh nichts. Da müssten vielleicht ein paar höhere Gremien tagen, um das mit dem Atomausstieg durchzukriegen. Es ist wahrscheinlich ehrenhaft für Deutschland, dann können wir uns alle wieder hinstellen und sagen, wir Deutschen haben es geschafft, wir sind aus der Atomenergie raus, aber neben uns ist ja trotzdem immer noch Frankreich. Sie haben wahrscheinlich auch schon in den letzten Jahren die Erfahrung gemacht, einmal rutscht einem ein unvorsichtiger Satz raus, so wie Herrn McAllister, und der bleibt dann bei ihm der Satz mit, da gibt es eins auf die Fresse. Sie haben mal gesagt, Politik, das ist wirklich ein sehr außergewöhnlicher Standpunkt, ist für Sie ein fast luststeigerndes Hobby. Jeden Abend, bevor ich schlafen gehe, wird ordentlich diskutiert. Und dann haben Sie sogar noch nachgesetzt, dass das für andere der Fußball ist, die Freude an der Diskussion über Fußball ist für Sie Politik. Ja, ja. Also wie kommt man, wann entdeckt man diese merkwürdige Neigung in sich? Bei mir hat es was mit der Antifa zu tun gehabt. Und da müssen wir erklären, Antifa ist die... Ist autonome, linksradikale Szene. Ein loser Verband von jungen Menschen, die versuchen... linke Freiräume zu verteidigen gegenüber verschiedensten Angreifern von allen möglichen Seiten. So, ne? Und da war ich eben auch in einer Jugendgruppe und da fing es halt irgendwie an, dass man über Dinge diskutiert hat und man halt einfach, wie andere Leute auch Hobbys haben, das als sein Hobby auserkoren hat und irgendwann aber gemerkt hat, dass es natürlich eine andere Relevanz hat, weil man über Dinge spricht, die auch
tatsächlich Leben, das eigene und das andere Leute beeinflusst. Und ich weiß nicht, ist eben dieser Satz ist halt so ein bisschen sehr, sagen wir mal, naiv rausgerutscht aus meinem Munde und er steht jetzt in der Welt. Also ich setze mal voraus, und vielleicht ist es auch sehr arrogant, dass die meisten Menschen über Politik nachdenken und darüber reden. Mhm. Vielen ist es vielleicht nervig, ich finde es halt lustig. Und vielleicht liegt es wirklich daran, dass ich mich mit Fußball nicht auskenne und deswegen eher über die deutsche Parteipolitik mich amüsiere, statt über den Aufstieg. Haben Sie denn politische Vorbilder? Politische Vorbilder? Mhm. Leute, die jetzt noch in Parlamenten sind, nicht. Aber es gibt jemanden, den ich definitiv als Vorbild nennen würde, und das ist Thomas Ebermann. Da würde ich gerne Herrn McAllister, der deutlich jünger ist als Thomas Ebermann, fragen, und deutlich jünger als ich, ob Sie noch wissen, wer das ist. Thomas Ebermann, das ist dieser Grüne. Genau. Ja, ja. Das ist ein Grüner, der aber ausgestiegen ist bei den Grünen. Anfang der 90er Jahre hat er sich sozusagen verabschiedet. Ja. Mit der Begründung, dass die zu realpolitisch geworden sind. Ja. Ich weiß das nur deswegen nicht, weil ich nachgelesen habe, sondern weil ich in meiner Frühzeit als Journalist bei der Süddeutschen war ich zuständig für die NPD, die DKP, für Terroristen, für Neonazis und für die Grünen. So. Und in der Zeit habe ich Thomas Ebermann kennengelernt. Danke, bitte. Und er war sehr sympathisch. Ja. Aber er hat immer eine ganz große Berührungsangst gehabt, bloß nicht Verantwortung zu übernehmen. Denn wenn man dann Kompromisse machen muss und irgendwie Mehrheiten finden muss, dann macht man sich schuldig. Also ich möchte jetzt hier nicht für Thomas Ebermann sprechen, das ist auch ein bisschen albern, weil ich eben, wie gesagt, die Erfahrung von Thomas nicht habe und auch nicht mitgemacht habe. Und das ist einfach für mich jemand, den ich einfach als Namen nenne. Ich glaube einfach nur, was für mich politisch daran beeindruckend ist, dass eben, das hat nichts damit zu tun, dass man Kompromisse macht oder dass man keine Verantwortung übernehmen möchte, sondern dass man eine durchaus dezidierte Meinung zu Dingen hat und wenn die Partei die nicht mehr mitträgt, dann halt die letzte Konsequenz zieht und sagt, in dieser Partei möchte ich keine Politik mehr machen. Als, ich weiß nicht, ob Sie noch Sympathien haben für die Antifa-Gruppen? Ja, natürlich. Können Sie Leute verstehen, die Autos anzünden? Solange in Hoyerswerda keine Asylantenheime brennen, habe ich kein Problem mit brennenden Mercedes. Warum? Weil ich glaube, dass die alle eine gute Versicherung haben. Sie wissen, dass die Versicherungen nicht aufkommen für die Autos, die da verbrannt werden. Ja, also ich meine, es geht halt um Stadtviertel, die auf eine gewisse Art und Weise von gewissen Leuten aufgewertet werden. Und da gibt es Menschen, die dort leben, auch junge Menschen, die politisch vielleicht einfach gerade irgendwie entdecken, dass sie Sachen verändern wollen. Es hört ihnen niemand zu, keiner in ihrem Viertel versucht, irgendwie was für ihre Freiräume zu tun. Und irgendwann greifen halt ein paar Leute zu den radikaleren Mitteln. Und es ist ja auch tatsächlich so, dass auf eine ganz andere Art und Weise darauf aufmerksam gemacht wird, wenn mal ein Mercedes brennt, wird darüber gesprochen, was vielleicht in der Schanze passiert. Aber es brennen auch Mittelklassewagen und auch in Stadtteilen, in denen durchaus auch Studenten. Ja, es zünden auch nicht nur Antifa-Leute Mercedes an. Es ist ja auch so, dass es irgendwie mittlerweile halt Mode geworden ist, Autos anzuzünden. Ich sage trotzdem nochmal, solange keine Asylantenheime brennen, können von mir aus alle Luxus. Sie müssten mal das Gesicht sehen von David McAllister. Ich weiß, dass es Herrn McAllister nicht gefällt. Also das wäre auch von der falschen Partei, wenn er jetzt applaudieren würde. Bei allem Respekt. Ja. Was Sie jetzt gesagt haben, ist inakzeptabel. Gewalt gegen Sachen lässt sich nicht legitimieren. Gewalt gegen Menschen. Ich finde es nicht in Ordnung, dass Sie brennende Autos gut finden, aber ich wollte es der Vollständigkeit halber zu Protokoll geben, dass es auch Menschen gibt, und ich glaube, die große Mehrheit in Deutschland, die anders denkt als Sie. Das glaube ich auch. Aber das ändert ja trotzdem nichts an meiner Meinung und macht sie jetzt auch nicht schlechter oder besser. Okay. Können Sie verstehen, dass jemand politisch sich genauso interessiert wie Sie, aber in der Jungen Union anfängt? Natürlich. Haben Sie in Ihrer Jugend mehr Leute kennengelernt in der Jungen Union oder mehr im linken, linksradikalen Spektrum? Also wir haben das ganze Spektrum gehabt in der Schule. Was fanden Sie an der Jungen Union so faszinierend? Ich bin Mitte der 80er Jahre ganz bewusst zur Jungen Union gegangen. Letztlich damals, als es um die Debatte ging, NATO-Mitgliedschaft der Bundesrepublik Deutschland, deutsch-amerikanische Freundschaft, also vor allen Dingen außen- und sicherheitspolitische Fragen. Und zum Zweiten fand ich an der Union immer gut das Bekenntnis zur sozialen Marktwirtschaft. Und das Dritte war auch, dass wir immer an die deutsche Wiedervereinigung geglaubt haben. Das sind so Motive, die ich damals hatte, um in den 80er Jahren mich politisch zu engagieren. Vielleicht liegt es auch darin begründet, dass ich in West-Berlin aufgewachsen bin und als Kind schon miterlebt habe, wie wichtig die Freiheit ist und was es bedeuten kann, halt von einem anderen System bedroht zu werden.
Haben Sie Jungunionisten kennengelernt in Ihrer Jugend? Ich weiß es nicht. Sie haben sich mir nicht zu erkennen gegeben. Okay, dann danke ich Ihnen beiden für das Gespräch. Dankeschön, Robert.